Servus bei Pharma Simulator Tech, schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um die Map-Vorstellung La Valle della Merde. Okay, man fliegt runter. Super, hier steht ein Baum. Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Wieso die Bäume da drin sind? Nein, muss ich nicht. Das ist gut, ja. Okay. Okay, kann ich nicht lesen, verstehe ich nicht. Ah, sehr schön, kleine Felder. Alles mini klein. Hof, ja, sehe ich nicht. Aber gut. Wieso stehen schon wieder keine Verkaufsstellen drinnen? Muss ich das verstehen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch auch so ist. Bitte. Das ist grüne Ente. Okay. Warte mal. Ja, da haben wir die Sicherheit gezeigt. Okay, alter Find, alter Mitrische, alter Channel, neuer Channel. So, Spritze. Seemaschine, Gruppe. Ah, das haben wir zum Anfang. Kreiselecke, Frontlader. Mega Schwager, wenn der Presse. Irgendwo war das Wasser und ich glaube, das sollte hier rein. Okay. Es ist eine wirklich kleine Map, deswegen fliege ich das Ganze gleich mal ab. Ich glaube, das ist heute eine Kuhweide sein. Ja. Feld Open XML File. Klar. Okay, ich glaube, das sollte ein Kirchturm sein. Genau, drin landet man. Ah ja. Okay. Gehen wir zum Map. Rein und für sich, für Forstliebhaber ist auch was da. Hier. Okay, das sollte der Kuhhof sein. Ist eine liebe kleine Map für kleine Gerätschaften. Für ehrlich gesagt, ja, einen Hof, maximal zwei Hof im Multiplayer. Und okay, das was hier passt. Das passt auch. Okay. Ich schätze. Axel. Okay. Ja, mein Haupthof ist wirklich klein. Sehr klein. Ja, das war der Stadtbereich. Ich glaube, das gehört nicht darüber. Okay. Lass uns mal putzen.
Das ist der Händler. Ja, gut. Das war mein Fazit. Ja, BGA finde ich nirgends. Sägewerk finde ich nirgends. Finde ich irgendwie schade. Aber gut. Fazit habt ihr auch schon gehört. Und das war's dann auch schon wieder mal für heute. Bitte lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und abonnieren, dass ihr mir auf dem Laufenden seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.